Heute schauen wir uns einmal wieder Gold an. Gold ist jetzt meiner Meinung nach wieder interessant für einen ersten Einstieg hier. Nach dieser etwas kürzeren Korrektur von circa ja, 2050 bis jetzt runter hier auf 1700. Das ist rein prozentual, wenn man das hier mal ausmessen möchte, sind es hier um die 19% jetzt aktuell. Und ja, man kann jetzt hier langsam wieder erste Stücke reinkaufen. Warum, werde ich jetzt euch hier in diesem Video zeigen. Es gibt ja auch interessante Marken, die den Goldpreis unterstützen können. Und ja, falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, meine Trading Performance live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Trading Performance. Und ihr seht auch meine Trading Performance im Vergleich zu den großen Aktienindizes. So, dann gehen wir direkt rein hier in den Chart. Man sieht jetzt den Goldpreis hier auf die ja, fast letzten 30 Jahre. Wir sehen hier, es geht langfristig nach oben. Das ist übrigens der Goldpreis, Goldpreis zum US-Dollar. Auch wenn natürlich jetzt 10, wenn wir einzelne Aktien dazu nehmen und man hätte Gold damals gekauft, da hätte man lange nicht so viel Rendite gemacht wie jetzt einzelne Aktienwerte. Aber Gold ist eben auch da. Gerade dafür interessant, wenn wir mal eine Krise bekommen oder sowas, eine größere Krise, kann Gold ein Wertspeicher sein. Und dafür ist es immer interessant, einen kleinen Teil seines Portfolios auch mit Gold zu belegen, sozusagen. Genau, so, dann gehen wir hier rein. Wir sehen hier, wir haben ja auch schöne Zyklen. Wir hatten hier einen schönen Aufwärtstrend, dann eine etwas größere Korrektur und seit 2016 sind wir hier wieder im Aufwärtstrend, wenn wir mal schauen. Die letzte größere Korrektur, beziehungsweise es war auch ein Bärenmarkt, kann man schon sagen. Das waren hier mehrere Jahre, sogar 4, 5 Jahre, wo es hier runterging. Wenn wir hier schauen, vom Hoch bis zum Tief hatten wir hier um die 45% Korrektur. Jetzt aktuell sind wir bei 20, also wenn man jetzt sagt, okay, wenn es der Markt tiefer gehen sollte, haben wir hier die 35, die 40. Na, sieht man, sind wir dann schon weit tief. Das glaube ich jetzt aktuell nicht, dass wir in dem jetzigen aktuellen Umfeld und Szenario wirklich auch so tief fallen. Aber wissen tut man es nie. Und falls wir jetzt auch hier tiefer fallen sollten, kann man dann hier unten auch, wenn man das machen wollen würde, noch mal einen kleinen Teil reinkaufen. Also gerade hier bei der 1370 fände ich es auf jeden Fall auch interessant. Dort würde ich auch nochmal nachkaufen, wenn das so sein sollte. Aber wir sind jetzt eben auch, wenn wir jetzt hier mal etwas näher in den aktuellen Markt reingehen, in einer sehr schönen Zone, wo wir kaufen können. Das ist ja die 1690 circa. Gleichzeitig ist ja auch noch die EMA 200, also der Durchschnitt der letzten 4 Jahre des Kurses hier auch an dieser Stelle aktuell, bietet dem Kurs also auch Unterstützung. Dann gleichzeitig haben wir auch ein schönes Impulskorrekturverhalten. Was bedeutet das? Ich werde es jetzt mal dem Cursor hier aufzeichnen. Beziehungsweise ich kann es auch hier mal schön einmalen. Also hier haben wir einen Impuls. So, dann haben wir hier die Korrektur. Hier rüber. Und jetzt haben wir hier wieder einen Impuls. Können wir dann hier wieder hier so reinzeichnen, haben wir hier den Impuls und jetzt, ich denke, ihr wisst es schon, ist hier wieder die Korrektur. Und man geht gerne davon aus, dass so ein Muster auch 5 Wellen haben kann. Und die fünfte Welle ist dann eben meistens etwa, kann dann halt in die Richtung gehen, vielleicht auch hier. Man sagt auch gern in der Swing-Theorie, dass hier diese dritte Welle die größte ist. Wie wird das sieht man ja auch gut. Die fünfte Welle hier eben dann noch leicht höhere Hochs macht, also 2200, 2300 könnte ich mir vorstellen, könnte hier die letzte Welle sein. Und genau. Von daher ist das Szenario, dass wir hier jetzt demnächst steigen können, auch sehr wahrscheinlich, weil hier eben dann noch rein nur von der Wellentheorie eben noch eine letzte Welle fehlt. Genau. Ich würde jetzt hier aktuell noch nicht einsteigen, wenn wir jetzt darauf sprechen können, was muss hier jetzt passieren, um hier reinzugehen, sondern ich würde gerne, dass der Markt hier nochmal wirklich hier reinsticht. Gerne auch hier eben die 1680 mal nochmal einkassiert, also hier nochmal kurz drunter zieht, wieder zurückkommt. Gerne auch mit einer Docht oder mit einem
gerade nächste Woche, dass nächste Woche hier nochmal negativ schließt, dann positiv wieder reinkommt. Dann kann man hier nämlich einen Trade setzen. Beispielsweise könnte das dann so aussehen, dass man sagt, okay, ich gehe davon aus, die Unterstützung hält. Ich setze hier einen Trade beispielsweise und mache dann den Stopp hier unten hin. So könnte man das machen. Je nachdem, worauf dann der Kurs hier dann auch das Tief gemacht hat, wenn das so passiert. Und dann kann man eben sagen, okay, man fährt hier mal nach oben mit, zumindest mal bis zu den Hochs. Hätte man dann auch hier schon gleich mal das Sechsfache vom Risiko. Ist ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis hier. In diesem Trade kann man dann hier so beispielsweise mitnehmen. Und genau auf sowas werde ich jetzt mal achten und schauen, ob wir hier sowas hinbekommen. Eben so ein Durchbruch hier nochmal. Dann eine Reaktion der Bullen, also der Käufer. Dann werde ich hier überlegen, was reinzumachen. Falls der Kurs jetzt hier weiter durchsticht, weiter durchbricht, weiter durchfällt, würde ich erstmal meine Finger weglassen und den Markt erstmal beobachten, die nächsten Wochen oder Monate. Genau, ja, das war's auch direkt hier mit dieser kurzen Vorstellung hier zu diesem Markt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn sich hier weiteres tut, die nächsten Wochen, falls ich ja auch tatsächlich dann einsteigen wollen würde. Ja, wenn euch das gefallen hat, diese kurze Vorstellungen, freue ich mich über einen Daumen hoch hier zu diesem Video. Hier auf diesem Kanal werdet ihr weiter meine Performance sehen, weiterhin Trading-Chancen vorgestellt bekommen, auch Aktien-Trading-Chancen vorgestellt bekommen. Wenn euch das gefällt, bleibt dran und dann hören wir uns im nächsten Video.